Tschanobe und willkommen zum Gohan-Event. Ich hab's mal wieder kurz vergessen, sorry. Ja, hier unten wird schon angezeigt, Ultimate Awaken und weg ist er. Ja, nett von dir. Jedenfalls das Gohan-Event, was mich ziemlich in den Arsch gefickt hat in der ersten Runde, aber was danach ziemlich einfach geklärt wurde, sogar einmal ohne Items. Aber na gut, ich hoffe, ich schaff's wieder ohne Items, damit ich es in den Titel schreiben kann. Das werden wir jetzt gleich sehen. Als nächstes müsste noch das Janemba-Event kommen. Das werde ich hinkriegen, aber ich habe keine Verwendung dafür. Ich habe mein Janemba schon längst awaked. Ich überlege deswegen. Also ich werde es machen, aber mein Stamina eben wird erstmal vor Gohan draufgehen. Und hier, das habe ich auch geschafft. Das heißt, Goku könnte auch noch kommen. Das sind halt so ein 50er Stamina-Event, kostet halt ziemlich viel. Das heißt, ich habe das gestern Ich habe das heute Morgen um 6 gemacht, weil ich Langeweile hatte. Und ja, ich habe nicht jederzeit so viel Stamina. Jetzt gerade aber reicht's für den Gohan. Und den mache ich jetzt auch noch, weil ich zwei Gohans habe, die ich da awaken will. Und zwar braucht man dafür... Wer hätte es gedacht? Oh, wir haben sehr viele Leute Pu als Leader ausgerüstet. Oh, den hier würde ich gerne eine Anfrage schicken, aber... Egal. Einen Super Vegeto auf Level 10 ist zu empfehlen. Sollte man in der Liste haben auf dem Level ziemlich oft. Und zu dem Team. Was ich inzwischen immer erklären muss, weil manchmal Leute nicht von alleine drauf kommen. Gogeta jedoch ist und bleibt selbsterklärend, ist All-Type Key plus Free Attack plus 3000, ist halt ein Rainbow Leader. Dann haben wir Kid Buu, der sich vielleicht nicht selbst erklärt, war, ach ja, sollte man dazu sagen, bei diesem Gohan-Event sind Buu-Charaktere am effektivsten. Wegen dem Link, Moment, wo ist er? The Wall Standing Tall. Das Ding hier. Das Ding macht den Gohan ganz schön schwach, nämlich. Also, ich habe den Buu dabei. Einerseits ist es ein Buu. Und andererseits wird er durch Vegeto, da er blau ist, nochmal ziemlich hart geboostet. Er ist einer der Schlüssel in diesem Event. Auf ihn sollte man nicht verzichten. Ihr könnt natürlich auch nicht Vegeto mitnehmen, sondern jetzt zum Beispiel Buhan und einen lilanen Buu mitnehmen. Der wird dann auch geboostet und macht mehr Damage. Und außerdem recovert er mit 12% HP jetzt Start of Turn. Was ich ziemlich geil finde. Dann haben wir jemanden, den ihr nicht mitbringen solltet, außer ihr habt eben auch die anderen Charaktere, weil hier, Screen. Der Gohan am Ende wird lila sein, das heißt, er ist nicht sehr effektiv und ist eigentlich nur zum Linken hier, damit die sich aktivieren alle. Ja, ist jetzt nicht der Beste, hat aber eben ein paar KP-Regenerationslinks und diesen Wallstanding, glaube ich. Moment, ich guck nochmal. Ja, da ist also Wallstanding Tall. Dann haben wir einen Buu, der recht einfach zu bekommen ist. Das war mein erster TUR-Charakter, Level 120. Nach kurzer Zeit habe ich dann bemerkt, wie scheiße er war, weil, ja, seine Defense ist vielleicht okay. Er macht aber nur Extreme Damage. Und sonst ist er auch recht mittelmäßig. Er ist halt einer aus diesen... Wie nennt man den Summon? Dieser Turles Summon, sage ich jetzt mal. Aber hier, Recover 25 HP when HP is 40 or below. Das ist ziemlich okay für diesen Kampf, damit ich auch weniger Heil-Items wieder nutzen muss. Und er hat The War Standing Tall. Was auch ganz gut ist. Und er linkt sich eben mit den anderen Boos. Dann haben wir Gotenks als Sealer wieder hier und als Linker. Sehr wichtig, da Gohans Super Attack einfach ein One-Hit ist. Das ist gar nicht lustig. Und mein Janemba, den ich schon Dokkan awaked habe, wie gesagt, als Tank. Wenn er gerade nämlich ultet, kann ich ihn dahin schicken und Vegeto kann die normalen Attacken dafür dann tanken. Und er hat auch Metamorphosis, oder wie das Ding hier heißt, kann sich also auch gut mit den Boosts linken und recovert mir ein bisschen AP. Und ich habe jetzt schon so viel gequatscht gerade, dass ich kurz was trinken muss. Nebenbei... Kann ich ja einfach mal die Items erklären. Ignoriert einfach, dass ich mir gerade was zu trinken eingieße. Die Items sind eine Senzu-Bohne. Für den Fall, dass ich mich wirklich mal voll heilen muss. Kann ja passieren, dass er mich wirklich sehr hart erwischt. Dann haben wir einen Ghost Usher. Falls er ganz oft in der Runde ultet und zum Beispiel der grüne Buu hier auf dem Feld ist. Dafür ist er da. Ups. Dann haben wir King Yenma. Falls Vegeta oder sowas auf dem Feld ist. Und ich nicht Ghost Usher möchte, damit er kontert, aber trotzdem sehr viel kassieren würde, weil zum Beispiel der Buu auf dem Feld ist. Damit ich kontern kann und trotzdem nicht sterbe. Und eine Fruit of Might, damit ich den Kampf schneller zu Ende bringen kann, da die Ultis da sehr entscheidend sind. Sonst kassiert er halt nur so um die 3000. Und das waren jetzt ungefähr 4 Minuten Gelaber über das Team, das heißt, wir können jetzt mal in die Runde starten. Ich hoffe, ich krieg das ganze Key. So. Scheiße, das sollte nicht. Komm. Das ist okay. Er muss ja sealen. Verdammt, hör auf damit. Und scheiße, das war's schon mit dem Key. Ich glaube, ich hätte es mir am meisten gewünscht auf Gotenks und vielleicht einen fetten Margin Buu.
Er ist orange und ist deswegen sehr effektiv auf Gohan. So, er hat drei Stufen, der Kampf. Rot, Orange, Lila. Bei der ersten Stufe würde man mit Vegeto ganz gut durchkommen, der aber nicht auf dem Feld ist. Der Arsch. Gut, da muss ich das... Mein Ton ist an. So, dann muss ich das anders regeln. Ich ziehe ihn auf jeden Fall für die nächste Runde. Und hole eine kleine rote Welle von Gogeta runter. So, er ultet jetzt wahrscheinlich. Nein, das erste keine Ult. Das zweite auch nicht, sehr nett. Ja, eine Dream-Konstellation wäre natürlich gewesen, Vegeta im ersten Zug, Gogeta im zweiten Zug mit Gotenks. Weil Gogeta kann den zweiten Gohan, da er orange ist mit... Das heißt, orange ist auf alles effektiv, er kann den zweiten Gohan one-hitten. So. Fuck, fuck, fuck. Aber er ist eh gezielt. Das heißt, es kann mir eigentlich egal sein. Also konnte ich ihn einfach an der Stelle aus, wenn er noch überlebt. Ja, so müsste es klappen. Das hat jetzt nicht der Dreams-Start, aber es geht schon klar. Und hier bin ich schon wieder voll geheilt, da der kleine Buu auf dem Feld ist. So, stirbt er durch den Konter? Ich hoffe es. Müsste er eigentlich. So ein Konter fickt schon ziemlich. Ja, dankeschön. So, das war's mit dem ersten Gohan. Da kommen wir mal zum zweiten, der orange ist. Und ab hier wirkt schon der Link-Skill, soweit ich weiß. Perfekt. Obwohl, müsste kein One-Hit sein. Er ist nämlich nicht mit dem TUR-Link gelinkt. Werden wir jetzt sehen. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße, Alter. Was ist das denn? Ja, das habt ihr gerade wahrscheinlich gehört. Nicht auf dem Handy, aber in meinem Mikrofon, obwohl ich eigentlich auf stumm gestellt hatte. Danke, dass du mich nicht superst. Sehr nett an der Stelle. Und er wird nicht down gehen, One-Hit. Ich sag, er wird noch ein Viertel über haben. Na, hab ich ganz gut geschätzt. Dann wird er am nächsten Zug wahrscheinlich sterben, oder? Kriege ich ihn den schon down? Mal gucken. Nein, ganz knapp wird's werden. Der Sack, Alter. Jetzt muss Vegeto in dem Turn schon dran. Ja, okay, dann töten wir ihn wieder mit einem Konter. Läuft jetzt nicht ganz ideal ab. Hier sieht man übrigens dieses Feuer um die beiden herum. Hier, das Brennende heißt, dass der Link-Skill, der fürs Event erforderlich ist, aktiviert ist. Und nach einem kleinen 10-minütigen Stopp und wahrscheinlich einer kurzen Unterbrechung mitten im Satz sind wir wieder da, beziehungsweise für euch ein 1,5-sekundiger Stopp. Sekundiger Stopp. Da ich kurz weg musste, da die Tür aufging. Aus dem Nichts. So, it's time to show you what I got. I've got. Dann werde ich Gohan jetzt mal weiter fertig machen. Wir sind jetzt an der dritten Stufe, oder? Ja, sind wir. So, im ersten Level, in der ersten Hälfte greift er noch nicht an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt, das reicht doch. So, Boost Ulti. Gogetas Ulti und Gotenks Ulti. Das passt super. Jetzt ist er gesealed, kassiert ganz schön und ja, ist doch wunderbar. Das ist jetzt mal zum Vergleich hier gerade Boost Damage gewesen und das ist jetzt Gogetas Damage. Machen beide ungefähr gleich viel, obwohl Gogeta 1000-mal stärker sein sollte. Und Gotenks macht so gut wie gar nichts. Ja. Die Runde fängt doch super an. So. 1, 2, 3, 4, das reicht. Zack. Da gehen wir in Ditter. Und, oh, guck mal, ich glaube sogar Bu darf ulten. Das ist ja süß. Ein Konter hier, ein Konter da, Konter Gan. Warte, was? Ups. Hier könnte man eigentlich auch Golden Freezer nehmen, weil so viel Damage macht der Konter jetzt auch nicht. Das heißt, Hauptsache jemanden, der wirklich nicht so wie Janemba nur mehr Defense hat, sondern jemanden, der wirklich reduziert um 80% oder sowas. Da ist auch STR Vegeta ganz gut. Das macht auch schön Damage, da er sehr effektiv ist. Und jetzt haben wir den Typen, der gar kein Damage macht. Und hier muss ich ein bisschen... So. So. Und so, Alter, was eine riesige rote Welle. So, ich müsste jetzt um die 12.000, sage ich mal, kassieren. Werden wir sehen. 11.000, war ich ja ganz gut.
Da er sehr effektiv fürs Event ist, aber nicht sehr effektiv vom Typ her, macht er jetzt so einen Standard-Damage halt. Also subtrahiert sich das voneinander, wenn man das so sagen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Hier steht 21 Minuten, das spricht für die Zeit, die ich weg war. Und jetzt hat er meine Keysphäres durcheinander gebracht. Und er ist nicht gesealed. Ich möchte nichts riskieren in der Aufnahme, das heißt, ich seale ihn zuerst. So viel hat der Konter jetzt eh nicht gebracht. So, so und so. Das ist eine schöne Anordnung. Gotenks dürfte auch nur so um die 10.000, 15.000 vielleicht kassieren, da er orange ist. Damage selbst tut er aber so gut wie keinen. Nur mal sehen. 13.000. Fast so viel wie Bu. Ein bisschen mehr als Bu, meine ich. Verzeihung. Und jetzt noch ein Dokkan-Mode mit Kid Bu. Das wäre einfach perfekt, weil das zieht so gut wie eine ganze Leiste ab. Und jetzt sind wir schon bei seiner letzten Leiste, ohne bis jetzt nur ein Item benutzt haben zu müssen. Ich glaube, die Runde wird Dokkan-Mode. Ich will aber keine Items nutzen, das heißt... Nee, ich will keine Items nutzen. Vor allem hätte dann der orange Dokkan-Mode. So, in der nächsten Runde geht dann wahrscheinlich für Gogeta in den Dokkan-Mode. Er kassiert sehr wenig, da er ist einerseits orange, was heißt, dass Gohan nicht sehr effektiv ist, und andererseits ist er ein Bu, was heißt, dass Gohan mich am Arsch lecken kann. Er ist nicht mehr gesealed mal wieder. Und der Erste, der jetzt attackieren darf, kriegt Dokkan-Mode. Dann wird Gotenks halt Dokkan-Mode kriegen müssen. Tja, sei's drum. So, so und so. Gotenks Dokkan-Mode müsste so viel machen wie normaler Schlag von Kid Buu eigentlich. Ohne Dokkan-Mode. So, da da da. Bling, bling, bling. Bling, bling, bling. Die Animation geht mir immer noch ganz schön auf den Sack, weil die einfach, ja, die macht den Kampf länger. Stell dir mal vor, ihr macht so eine Zeit-Challenge und dann ist der Kampf länger. Wegen dem scheiß Dokkan-Mode. So, das dürfte so gut wie gar nichts ziehen. Sag ich doch. Das aber auch nicht. Schön. Und gleich kommt der Metamorphosis-Link oder was auch immer es ist, das mir ganze Zeit HP gibt plus Bu. Heißt, ich dürfte wieder fast voll sein. Und uff, das könnte ihn sogar schon töten. Moment mal, könnte es nicht. Fast aber, fast, ganz knapp. Und das gab schön HP dazu. Und ja, mit der Runde war es das dann auch. Für den guten alten Son Gohan. Hat mich in der ersten Runde ganz schön fertig gemacht, weil ich nicht wusste, wie ich ihn angehen sollte. Aber in der zweiten Runde dann mit krasseren Items, die ich nicht brauchte halt, habe ich dann herausgefunden. Und heute mal halt erst das stärkste Itemset, das ist dann... Lol. Er hat's überlebt. Zwei Heil-Items, Ghost Usher und King Yama sind meistens die besten Items. Und so versuchen, wenn man merkt, dass man ein paar nicht benutzt, kann man sie dann wechseln. Ach ja, und das war übrigens Son Gohan. Oder man nimmt anstatt King Yama Whis mit, der macht dasselbe für zwei Turns mit 10% weniger. Das war Gohan, no stones, no items. Ziemlich easy. Wenn man Kid Buu hat. Obwohl, aber so viel Damage hat Kid Buu nebenlinks jetzt auch nicht gemacht. Seine eine Ulti am Anfang hat ihm gezeigt, was für einen Unterschied das macht, wenn du Kid Buu dabei hast oder wenn du nur normale Charaktere dabei hast. Und Kid Buu ist wirklich nicht so schwer zu summonen. Den gibt es, glaube ich, sogar beim SSR garantiert summonen, oder? Ich bin mir nicht sicher. So. Ich könnte jetzt als nächstes noch die Goku-Mission aufnehmen oder die Janemba. Das werden wir sehen, aber das war erstmal die Gohan-Mission mit einer 10-minütigen Unterbrechung mittendrin, die ich rauscutten muss, was die Aufnahme nur... größer macht, was mich jetzt ein bisschen abfuckt, aber es ist ziemlich einfach nachzumachen. In der Beschreibung werden auch noch ein paar Tipps stehen, wie zum Beispiel, dass ihr einen Damage Reducer Tank braucht, dass ihr, was noch, den Free-to-Play-Boo nur benutzen solltet, wenn ihr andere Boos zum Linken habt, weil er sonst einfach unnötig ist, dass ihr einen Sealer braucht, am besten einen Orangen, da er auch gleichzeitig noch tanken kann ein bisschen, was heißt tanken, dass er auch gleichzeitig ein bisschen was einstecken kann, da er eben nicht sehr, da Gohan nicht sehr effektiv auf ihn ist. Und das wird alles in der Beschreibung auf Englisch stehen für die Leute, die sich hier wieder beschweren werden. Wir sehen uns beim nächsten Event wieder. Bis dahin, Tschernobyl.